Moin Moin und herzlich willkommen bei Let's Play Crusader Kings 3 mit der Kampagne um Daurama Daura von der Region Daura. Wir hatten ja hier zuletzt den großen Spaßfaktor, dass wir uns sowohl hier Richtung Norden auch Richtung Süden versucht haben zu erweitern mit der ganz großen Gemeinheit, dass als wir hier Opanda eigentlich schon eingenommen haben, unser wertester Gemahl hergekommen ist und uns dort einen Strich durch die Rechnung gemacht hat, da er deutlich mächtiger ist. Aber immerhin hat es dazu geführt, dass wir keinen Friedensvertrag mit dem ehemaligen Herrscher von Kefi bzw. Panda haben. So können wir gerade unsere nicht wirklich so starke Armee wie die unseres Gemahls dafür nutzen, dass wir hier sozusagen vor ihm Kefi erobern und uns hierhin ausweiten. Optimalerweise wäre auch Quarafa ein ganz sinnvolles Ziel, sodass wir sozusagen unsere Schlingung herumzuziehen. Unsere Armee sammelt sich. So, ist jetzt so relativ komplett. Und dann würde ich einfach direkt zur Schlacht gegen ihn ziehen. Sollte eigentlich straightforward sein. Das Einzige, was uns im Großen und Ganzen fehlt, wären mächtige Vasallen, hätte gerne einen Ratsposten. Aber wirklich viel Spannendes steht gerade nicht aus. Die Schlacht nicht wirklich so etwas, wo man sagen kann, ist so atemberaubend. Immerhin haben wir Ugeschuk Gama gefangen genommen. Der Bursche, der ist eigentlich ein richtig, richtig guter Anführer. Das könnte uns relativ bewegen können. Jetzt müssen wir nur hier die Belagerung fertig durchziehen. Und dann hätten wir zumindest hier erstmal Kefi erobert. Teures. Ein Geschenk wird sicher die Aufmerksamkeit von Shima Eri erregen. Doch jeder mag und jeder mag doch edle, eindeutig teure Dinge. Einen wunderbaren Wandteppich, schönes. Herzlichen Dank für das Geschenk. Ich kann mich nicht erinnern, weil ich letztes Mal so etwas Schönes erhalten habe. Die Gute ist verletzt. Aber was ich versuchen könnte, einfach direkt rekrutieren kann.
Wer ist denn der Verbündete? Oh, Meme. Ich bin Bo. Oh mein Gott. 94 Krieger gegen 1400. Haltet ihr euch für Spartaner? So. Ich könnte mir überlegen, ob ich Richtung Diplomatie gehe. Oder ob ich mich halt Richtung Erlauchtheit arbeite. Was bringt denn Erlaucht? Diplomatie, Kriegsführung. Diplomat, Diplomatie und Meinung. Ich glaube, ich gehe Richtung Diplomatie. Ist die Zeit gekommen, meine Agenten sind in Stellung. Einer von ihnen wird den Meuchler am Abend der Tag auszahlen. Ein weiterer sorgt dafür, dass die Tat, dass die Mauer unbewacht ist. Ein dritter hinterlässt eine unauffällige Spur von Kerzen, die in sein Gemach führt. 65%. 20, versuchen wir es. Mist. Dein Schlag wurde vereitelt. Dann versuchen wir es weiter. Es kann ja nicht angehen, dass er einfach der Meinung ist, mich so zu hintergehen, wie er es getan hat. Käfi wird weiter belagert. Ina wird erwachsen. Sie ist ein Wohlstandsschaffer. Also richtig gut in Sachen Wirtschaften. Mitfühlend, zufrieden und diplomatisch. Eigentlich ein ganz guter Mix. Häuptlingtum Wilma. Wo liegt denn das? Ihm würde Quaraffa gehören. Das wäre da drüben sein Landstrich. Aber eigentlich ist er mir ein bisschen alt. Bei ihm aus. Er hat ausreichend viele Kinder. Sonst wäre es eine Möglichkeit gewesen, hier richtig ordentlich gerade was zu erben.
Und es wird wahrscheinlich eher in Richtung der Kinder als Richtung eines möglichen Partners gehen. Das ist doof. Er hat Ansprüche zurück. Ansonsten könnte ich auch einfach versuchen, mal zu schauen, ob wir geschickte Merkmale in der Familie unterbringen. Eigentlich wäre er genau die perfekte Partie. Vom Charakterlichen her. Und er versucht es erneut mit 100 Mann. Geistiger Zusammenbruch, finstere Gedanken. Reuevoll, linkes Spiegel senkt sich, Anspannungsverlust 20. Wir könnten uns flegeln. Nö. Ich gestehe meine Schandtaten ein. Wunder, oh Gras. Wir haben schon gleich den nächsten Landstrich wieder an uns gerissen. Ungefähr 4 Jahre, das hat erstmal Zeit. Wir hatten 4 Gefangene.
Dann gucken wir doch mal. King gefallen. King gefallen. Lassen wir die 4 frei. Was soll das schon passieren? Theoretisch könnte ich auch schauen, dass ich hier Quarara versuche zu stürmen. Was mich dann aber so langsam wirklich in Konflikt mit Kano bringen würde. Aber ich glaube, das wäre sogar ein ganz geschickter Schritt an der Stelle. Hatte er mit irgendwem groß angelegte Bündnisse? So würde ich das sehen nicht. Und er wäre ein Theologe. Dort und dort alle Truppen ausheben. Dann warten wir noch mal, bis er sich nicht mehr umentscheiden kann. So. Dann kommen wir von dort in die Schlacht mit ihm. Hat zwar den Nachteil, dass wir über den Fluss angreifen. Das ist doch nicht dein Ernst. Du willst jetzt auch noch Quaraffa angreifen? Wir haben Igala geerbt. Jetzt die große Frage. Er hat eine deutlich stärkere Armee als wir. Wir haben nur 1420 Mann. Eine Jeepel braucht einen Vorhang. Das ist neugierig. Oder Bildung.
jeden Fall bitte Richtung Diplomatie. Wir kümmern uns selbst darum, dass er ausgebildet wird. Natürlich erreicht er unsere Truppe zuvor. Warum war das schon wieder sowas von klar? Dass unser verräterischer Mann uns auch noch angreift. Ich war erschüttert, als ich Bajajida, unseren Sohn, dabei erwischte, wie er aus der Reisetruhe von Sakin Gardius Sakura stehlen wollte, der gerade zu Besuch ist. Er gestand, gedacht zu haben, er könnte sich damit davonkommen, nun wisse er aber, dass er falsch gehandelt habe. Das ist doch schön, dass er ehrlich wird. Kind meiner Dynastie. Meine Tochter und Erbin Ina hat ein Kind zur Welt gebracht. Da es Teil der Daura-Dynastie ist, sollte es mit einem guten Namen gesegnet sein. Sign Up ist doch ein schöner Name. Dieser Welt ist sicher, besonders in Zeiten des Krieges. Auch eine daurische Eroberung vom Häuptlingtum Bauri ist da nichts anderes. Okay, dann kümmern wir uns nicht darum, dass wir das Ganze angehen, sondern müssen erstmal irgendwie uns überlegen, wie wir sozusagen armeetechnisch auf ein brauchbaren Level kommen. Und
trotz der erfolgreichen Belagerung der Siedlung. Dann schauen wir doch mal, dass wir den Burschen mal Einhalt gebieten. Wir haben immer ein paar mehr Söldner. Und die haben wir erfolgreich mit großer Anstrengung niedergestreckt. Dann die Truppen erstmal auflösen. Mit Häuptling Barwo können wir dann muss ich mal mir meinen Hof angucken. Beziehungsweise meinen Rat. Die Südflanke könnte ich dir gegebenenfalls anvertrauen. Also die beiden Regionen. Aber du gehörst eigentlich nicht zu meiner Dynastie. Dich Dynastiemitglieder, die sich gut eignen. Okay.
Dann tue ich doch noch mal. Nein, das machen wir nicht. Ich sagte Titel vergeben. Schön, dass in dem Scream nicht funktioniert. Igala und Käffi können gerne an dich gehen. Jetzt mal gucken, wo hier irgendwo Bauch hier liegen könnte, dass ihr Mann gehört. Damit hat unsere Tochter schon mal so ein gewisses Grundgerüst, mit dem sie loslegen kann. Mit Glück könnte sie vielleicht auch mit Ibibao und Co. liebäugeln. Für den Ausbau von irgendwas. 112. 75. Märkte würden mehr Einnahmen bringen. Aber uns fehlen insgesamt hier ein gutes Stück aktuell Truppen, um es mit Kano aufnehmen zu können. Wir haben aktuell auch die maximale Anzahl der Kriegsvolkregimenter. Da wäre unser aktuelles Ziel, dass wir hier unseren Mordkomplott zu einem erfolgreichen Ende bringen. Wenn ich nochmal hier gucke. Ah. Ah, da wäre Bilma. Ja, vom Kanem. Kanem wäre mittelfristig sogar sonst auch noch eine Variante, um in die Richtung weiter zu agieren. Interessant. Mit Bavo von Bauch hier haben wir auch jetzt ein Bündnis. Und wir können mit unserer Tochter ein Bündnis aushandeln.
Mein Gemahl. Schön, dass er auf uns dort verlinkt. Ja, das große Problem bei vielen von den Paradox-Titeln ist, die deutsche Übersetzung ist nicht immer das Gelbeste vom Ei. Mein Gemahl ist bei Einbruch der Nacht nicht in unseren Gemächern. Er war die letzte Zeit so distanziert, so gedankenverloren und kam auch kaum mehr bei Hofe. Missfall ich ihm etwa? Wir stellen ihn zur Rede. Wenn du schon letztendlich meine Armeen angreifst, dann kann ich dir doch wohl auch eine A4 unterstellen. Eine Lesung. Die Feierlichkeiten fanden langsam ihr Ende und die für den Abend vorgesehene Unterhaltung schien vorbei, als Iri eine Lesung vorschlug. Bald schon ist ein Schreiber zur Stelle, der fragt, was die Gäste denn gerne hören würden. Ich erkenne meine Gelegenheit, Iri zu beeindrucken. Also, er ist nicht wirklich gebildet, dafür aber groß angelegt diplomatisch. Wir könnten heilige Schriften vorlesen, würde aber wahrscheinlich aufgrund seiner Eigenheiten nicht wirklich funktionieren. Wir könnten das Nibelungenlied verwenden. Oder ein Buch zur Verbesserung der Seeleneigenschaften. Klingt doch gar nicht mal so verkehrt. Der Schreiber hört gar nicht mehr auf zu lesen und die Aufmerksamkeit von Iri schwindet sichtlich. Plötzlich meldet sich ein Gast zu Wort. Dürfte ich in aller Bescheidenheit ein anderes Buch vorschlagen? De Civitate Dei vielleicht? Die Augen von Iri glänzen schlagartig mit neuem Interesse. Warum ist mir das nicht eingefallen? An dieser Stelle würde ich jetzt erstmal einen Cut wieder machen.